Okay, weiter geht's. Ist das ein Golem? Ein Feuergolem? Der ist stark. Ich nehme mal die Golemwaffe rein. Wo ist sie? Da. Und den Schild. Den hier. So. Und dann... Juhu. Okay, das ging recht gut, dem Golem-Zerstörer. Also, Iskrim, wie lange macht ihr das schon? Knochen ausgraben, Schmuckstücke abstauben. Ehrlich gesagt dachte ich immer, Archäologie sei ein Zeitvertreib für Adlige mit so viel Geld. Nun, gewissermaßen ist sie das auch. Und es wäre eine Lüge zu behaupten, dass mein Leben sonderlich einfach war. Besonders während der Magierkriege. Kann ich mir denken. Habt ihr jemals daran gedacht, woanders hinzugehen? Kalaya vielleicht? Finon Mir? Warum habt ihr überhaupt Windwall verlassen? Lange Geschichte. Was eure erste Frage angeht, ja, ich habe darüber nachgedacht. Besonders Kataya, ein wunderbarer Ort für Gelehrte. Aber dann kam Rhonda Lacaine und bot mir diese einmalige Gelegenheit. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Verstehe. Ich sehe gerade, das ist egal. Welche Waffe man für die Fähigkeit drin hat. Nur das Schwert und Schild wird natürlich nur funktionieren bei einer Schwert, wenn er ein Schild trägt. Das heißt, wir lassen ihn erstmal mit dem Golem-Zerstörer ausgerüstet. Das Schild steht ihm aber auch, das sieht cool aus. Da lang? Vielleicht finden wir hier mit noch mehr Golems. Wir haben ein Teil, warte mal, wir haben dieses Teil gekriegt. Ein Rumpf des Feuergolems. Können wir uns selber einen Golem bauen nachher? Da lang? Interessant. Bisschen Gold. Kommt man so nicht rüber. Müssen wir da unten rum. Gut. Ich gehe mal hier auf der Seite erstmal am Fluss entlang. Bevor wir ihn überqueren. Ah, hier wäre noch ein Rottstein. Ah, ich glaube, hier ist das Zentrum, oder? Noch ein Geist. Er hat ein Feuerschwert. Und wir können den Stein hier auch nicht aktivieren. Das heißt, ich denke mal, wir müssen die zerstören. Sicher doch. Um die Steine zu aktivieren. Ich weiß aber nicht, ob wir die Steine unbedingt brauchen. Klingt gut. Aber ich vermute, wir müssen eh später noch gegen die kämpfen. Hier waren wir schon. Das war der erste, ne? Das war der erste. Ja, genau. Verdammte Rüstung! Dann gehen wir mal hier rum. Gut. Hier unten. Au! Tool. Hätte ich fast übersehen. Na? Achso.
Der Anführer muss die natürlich auch machen. Geschwärzter Stab der Umgebungsmagie. Oh. Fügt schwarzen Schaden in einen kleinen Wirkungsbereich zu. Ein Schlitzebogen? Schauen wir mal. Vielleicht können wir davon schon ein paar Sachen verteilen jetzt. Kurz sortieren. So. Der Stab. Ist der besser als unserer? Ich probiere ihn mal aus. Und den Bogen. Macht gleich viel Schaden, gleich viele Angriffe pro Sekunde. Mehr kritische Treffer verursachen die. Aha, daher verursachen die Geschosse des Schlitzebogens mehr kritische Treffer als üblich. Ja, probieren wir ihn mal aus. Ich finde es. Ah, kritische Treffer. Kritische Chance. Ah, hier steht 20% und 13%. Alles klar, dann ist der besser. Ja? Korporal. Man macht jetzt keine großen Sprünge mit der Ausrüstung. Aber immer wieder ein bisschen. Ich würde mal hier oben noch reinschauen. In Ordnung. Hier ist aber nichts weiter. Hier kommt man auch nicht durch. Offenbar sind diese paar Steine hier ein sehr großes Hindernis. Tja, müssen wir außen rum. Und hier runter wieder. Und letztlich kommen wir hier wahrscheinlich auch nicht mehr weiter. Genau. Da drüben hin. Da lang. Hier geht's nicht weiter. Das ist anscheinend das Ende der Map. Okay. Dann gehen wir hier mal rüber. Hier scheint eine Hauptbrücke zu sein. Und sieh mal einer an. Wenn das nicht der Nexus ist. Verzauberte Lederrüstung der Magie. Oh. Wer kann die anziehen? Ja, kann die anziehen. Das sieht aber etwas merkwürdig aus. Die Stats sind super. Das Aussehen ist. Und die hat halt verminderte Fokuskosten für Fähigkeiten. Vielleicht lasse ich die ihm an und sie soll die Lederrüstung anziehen. Ja. Die steht ihr auch besser. Muss man sagen. So gefällt mir das ein bisschen besser. Und er kann ja keine andere Rüstung anziehen. Ja, genau. Was ist das? Der Obelisk strahlt Magie aus wie ein Feuer Hitze. Welchem Zweck er auch gedient haben mag, er muss für die Stadt von immenser Bedeutung gewesen sein. Aber der Nexus scheint es ja nicht zu sein. Wir sollten weiter. Oder? Zwerg, schau dir das mal an. Was ist? Aber er meint ja, der Nexus ist im Zentrum. Wir sind doch hier relativ zentral. Sieht jedenfalls aus wie so ein Zentrum. Oh. Eisgolem. Verdammt. Das Ding ist riesig.
geht eigentlich, ne? So groß ist der Ball. Das sollten wir eigentlich schaffen. Oh, da kommt der nächste. Tja. Das wird ein Kampf. So, wow. Das war gerade eine heftige Attacke. Ich hoffe, der macht das nicht nochmal. Nee. Vielleicht ist er weg. Puh. Uiuiui. Ui, ui. Zwei hintereinander sind ganz schön hart. Worin die Zombies sitzen? Ach nee, die stellen sich da bloß. Was haben wir hier? Noch ein Teil. Feuergolem. Wieder Rumpf. Was haben wir denn jetzt für Teile? Zweimal Rumpf und einmal Eisrumpf. Ich hoffe, wir können da später einen eigenen Golem bauen. Dann heilen wir uns nochmal. So. Findet den Nexus, aber er hat doch gesagt, er ist. Noch einer dieser Geister. Achso. Keine Ahnung, was er sagt. Aber auch der Stein hier funktioniert nicht. Oh, und eine Barriere. Sicher doch. Ah, ja. Seht ihr dieses überwucherte Gebäude? Das muss der Nexus sein. Bei Nidhalf, er sieht genauso aus wie auf den alten Steintafeln. Er scheint aber von einer Art Barriere geschützt zu sein. Wie kommen wir da durch? Gute Frage. Ich bezweifle, dass uns grobe Gewalt da weiterhelfen wird. Vielleicht... ja, der Geist. Er könnte etwas wissen. Ihr meint... ein Versuch ist's wert. Gut, dann gehen wir zurück. Hohe Gewalt hilft nicht. Ich hätte es gerne ausprobiert, aber es geht nicht. Wir gehen zurück. Hier ist noch ein Geist, vermute ich mal. Dieser hier scheint überhaupt nicht zu sprechen. Doch, er hat doch gerade was gesagt. Filmfehler. Da lang? Kommen wir da lang? Aha. Vielleicht gibt's den Geheimgang. Vielleicht dort. Interessant. Molandirs Bewässerungssysteme reichen wohl nicht bis hier hinauf. Oder Teile davon haben über die Jahrhunderte einfach den Geist aufgegeben. Dass sie überhaupt noch funktionieren, grenzt ohnehin an ein Wunder. Oh. Unglaublich. Einfach unglaublich. Was? Diese Stadt. Habt ihr gemerkt, dass die Vegetation hier ganz anders ist als draußen? Tiaras Atem. Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es passt in die Beschreibung dieses Bösen, über das der Gottkönig gesprochen hat, oder? Stimmt. Wenn dieses Vieh die Goblins von Zeit zu Zeit besucht hat, kann ich nachvollziehen, dass sie Angst hatten. Ja, das war echt ein ekliges Ding.
Aber gar nicht so stark. Ah, schauen wir uns das mal an. Gut, wir sind auch mächtige Helden. Interessant. Diese Stadt. Habt ihr gemerkt, dass die Vegetation hier ganz anders ist als draußen? Ja, und es ist wärmer. Wie ist das möglich? Ich glaube, dass diese Kanäle hier dafür verantwortlich sind. Sie leiten die unterirdischen Flüsse des Berges in die Stadt, erwärmen sie und versorgen damit die gesamte Gegend. Auf diese Weise war und ist das Tal von Mulandia immer fruchtbar. Es herrscht sozusagen ewiger Sommer. Interessant. Interessant, ja. Ich würde jetzt auch gerne wissen, sind wir unter der Erde noch? Oder eigentlich nicht? Ich müsste mir, weil hier überall Sonnenlicht ist. Gut. Okay, wir gehen mal zum Geist. Ich vermute mal, der wird uns eh noch hier hinleiten, irgendwie. Warte, hier ist noch. Klingt gut. Ist noch ein Stein. Können wir den aktivieren? Alles klar. Ja, der geht. Und da ist noch eine Kiste. Okay, die nehmen wir noch mit. Und da war ein Bogen. Den schauen wir uns natürlich noch an. Hat sie vielleicht... Ah ja, der macht ein bisschen mehr Schaden. Aber weniger kritische Chance. Kompositbogen, zwergische Langbogen. Fünf Schaden, elfischer Kurzbogen. Aber 20% kritischer Treffer schon sehr gut. Sie behält mal den, was den sie hat. Ja. Der kann den Schild ja noch nicht benutzen. Oh, Konsti. Müssen wir noch zweimal reinleveln. Wäre vielleicht doch eine Idee, ihn zu einem Schildkämpfer zu machen. Schild und Schwert. Schild und Hammer oder Schild und Axt oder so. Ich glaube falsch. Ich will ja hier hin. Gut. Da kommen wir nachher wahrscheinlich noch hin. Die Quest führt uns hier bestimmt noch rum. Wobei, ach komm. Jetzt sind wir schon hier. Jetzt schauen wir uns das hier auch an. Gehen hier runter. Oder hier oben lang. Hier Verstand. Geht's nicht weiter. Sicher doch. Dieser Verschlinger vorhin, ne, das war ja ein niederer Verschlinger nur. Also könnte ich mir vorstellen, dass wir... Ach, hier kommen wir gar nicht runter. Hä? Ich dachte, die können hier so... Hier sieht doch aus wie ein Weg. Wieso geht das nicht? Da lang? Da lang? Hier? Nö, die können hier nicht vorbei. Ist die Map hier schon wieder zu Ende? Anscheinend. Okay, dann gehen wir doch zurück. Aber wir könnten den Stein hier benutzen. Dann sind wir ein bisschen schneller. Zack. Jawohl. Na, sieh mal einer. So, dann hier hin. Ist ganz schön verwinkelt, die Stadt. Jetzt bin ich gespannt, ob uns das was bringt, wenn wir mit ihm reden nochmal. Gut, was jetzt, Iskrim? Könnt ihr ihn zu dieser Barriere befragen? Ja. Vursan Deflar.
Zawa Yetu Zwan Yaras? Guar? Van Drax, Vursan, Deflar. Punara Yuganza. Zawa Yetu Kanlar. Zanzvu Nyamyan Kesnai. Deflar. Oh, interessant. Und? Es ist kompliziert. Aber ich glaube, ich verstehe es jetzt. Er ist sozusagen Teil eines Verteidigungsmechanismus. Seine Seele ist an die Stadt gebunden, mit dem Befehl, sie zu beschützen. Und ich glaube, er möchte befreit werden. Wenn er hier als Wächter eingesetzt wird, warum hat er uns denn nicht angegriffen? Wenn er hier ist, um diesen Ort zu beschützen, warum hat er uns da nicht angegriffen? Gute Frage. Vielleicht ist die Magie, die ihn kontrolliert, innerhalb der Jahrhunderte schwächer geworden. Weiß er, wie die Former starben? Weiß er denn, wie die Former starben? Das ist eines der größten Mysterien, Eos. Ich habe ihn gefragt, aber er zeigte keine Reaktion. Ich glaube, er weiß es, aber sein Verstand ist nicht in der Lage, meine Frage zu verarbeiten. Irgendwie traurig. Vor uns steht eine Quelle unendlichen Wissens, und wir können nicht einmal darauf zugreifen. Quelle des Wissens. Euch ist klar, dass ihr hier mit einem fühlenden Wesen sprecht, oder? Zumindest war er mal eines. Sicherlich. Aber das macht seine Existenz nicht weniger außergewöhnlich. Wenn wir ihn befreien, wird das die Barriere zerstören? Und wenn wir ihn befreien, wird das dann die Barriere zerstören? Ihr alleine nicht. Es gibt drei seiner Art hier in Mulandir. Und wenn wir den Nexus betreten wollen, müssen wir sie wohl alle drei bannen. Und wie? Wie können wir sie befreien? Tja, das ist das Problem. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir ihn bekämpfen und, naja, töten. Das ist der einzige Weg. Verdammt. Das ist so ironisch. Wir sind die ersten fühlenden Wesen seit Jahrtausenden, die diese Stadt betreten. Und jetzt sollen wir Former ermorden. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Außerdem scheinen diese Geister nicht gerade glücklich mit ihrem Zustand zu sein. Ich wäre es zumindest nicht, wenn ich seit Jahrtausenden als lebender Toter dazu verdammt wäre, durch eine verlassene Stadt zu wandern. Ja, vermutlich. Na dann, wir können ihn nur angreifen. Dann lass es uns hinter uns bringen. Dann bringen wir es hinter uns. Salam Kar! Braucht ihr was? Okay, der hält nicht viel aus. Verstecktes Kind denn da? So. Was zum... Etwas hat ihn wiederbelebt. Oh. Der Gottstein. Bringe unsere Rune auf den Gottstein. Das könnte die Verbindung trennen. Was für eine Verschwendung. Sehen wir mal, was er bei sich hat. Eine Runenscherbe? Aha. Eine Art Scherbe. Moment. Taha, diese Rune, die Lacaine euch gegeben hat. Könntet ihr sie mir nochmal zeigen? Sicher. Interessant. Sie ähneln einander. Was? Wie ist das möglich? Gute Frage. Ich schlage vor, wir sehen uns das Ganze später näher an, wenn wir im Nexus sind. Jetzt kommt. Ich will dieses sinnlose Gemetzel so bald wie möglich hinter mich bringen. Es ist nicht sinnlos. Wir kommen dadurch weiter. Außerdem haben wir die Quest dafür. Ja, er hat gesagt, drei andere gibt's noch. Außer ihm wahrscheinlich, hat er gemeint. Die haben wir alle schon gesehen. Oh, die sind automatisch gleich feindlich. Halt. Er ist anfällig gegen... Oh, gegen nichts. Schnell den Runenstein. Noch zwei Geister übrig. Seht nach, ob sie auch eine Rune bei sich haben. Ja. Ja. Oh, niederer Scherzerstab. Achso, den haben wir ja schon.
Schade, dass wir da jetzt keinen tollen Zauberstab gekriegt haben. Tja. Aber wir sind eh schon ganz gut, glaube ich, finde ich. So. Siegel kriegen der Schöpfergilde plus 5. Oh, Mist. Mein Fehler. Noch eine Seele zu retten. Oh, lässt sich jedes Mal was fallen? In Ordnung. Nee. Die Runenscherbe nur. Siegelring der Schöpfergilde, Resistenzname bei ihm. Ist hier noch gar kein Ring? Ja. Dann bekommt sie den jetzt mal. Korporal? Mhm. So. Der letzte. Ach, er hat auch Zombies beschworen. Seine haben aber Knüppel in der Hand, in den Händen des Sophies. Ich will auch Zombies mit Knüppeln in den Händen. Habt ihr gehört? Ja, etwas hat sich geändert. Kommt, wir sehen uns die Barriere nochmal an. Na, die wird jetzt weg sein, oder? Verdammte Rüstung! Oh, warte, kann man hier hin? Nee, ne? Nee, hier ist die Map einfach noch nicht begehbar. Ja, sie ist weg. Na, sieh mal einer an. Es hat funktioniert. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass uns die ganze Stadt um die Ohren fliegt. Wir sollten... Moment. Hört ihr das? Nihalfs Hammer. Oh. Mist. Steh auf. Zombies. Ah, die Ranken sind echt sehr gut. Tiaras Atem. Was zum Geier war das? Das muss ein Stahlwächter gewesen sein. Eines von vielen Wesen, die die Forma geschaffen haben, um ihre Städte sicher zu halten. Ja, ein riesiges, laufendes Stück Stahl mit einem blutigen Morgenstern hat sicher dabei geholfen, die Gemüter der Bürger zu beruhigen.
Wie auch immer. Jetzt ist es tot und der Weg ist frei. Finden wir heraus, was sich hinter dieser Türe verbirgt. Oh, Tempelgolem-Teile. Belebungstrank. Steigert das Maximum eure Wiederbelebungsladung um 1. Oh, nice. Den werden wir gleich mal trinken. Hier. Ja, sehr schön. Was haben wir eigentlich für Tränke? So. Steigert Resistenz um 30 Sekunden. Regeneriert augenblicklich 10 Fokus. Oh, weiße Resistenz. Schwarze Resistenz. Regenerierte Leben. Die Essenz mit schwarzer Magie aufgeladen. Dämonische Essenz. Trank des Neubeginns. Okay, das haben wir ein paar Mal. Kann man gar nicht öfter als 5 stapeln. Was das wohl ist? Dämonische Essenz? Ich speichere mal. Ich kann es nicht benutzen. Vielleicht ist das irgendwie für eine Nebenquest noch. Ah, eine kleine Eisenhaube für plus 5 Fokus. Ja, nee. Ja. Der kann es ja. Ja. Zwergenköpfe sind zu dick für Menschen. Menschenhelme. So. 10. 11 Schaden. Ein beidhändiger schwerer Hammer. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ich lass mal den Golem-Zerstörer noch drin. Der wird uns vielleicht noch gute Dienste hier leisten. Was ist? Bringt dem Goblin-König Goblin-Fleisch. Gut, Goblins haben wir jetzt hier gar keine gefunden. Betretet den Nexus. Goblinfleisch haben wir keins mehr. Dann mal rein. Nexus oder nicht. Fakt ist, dass von diesem Gebäude eine gewaltige Energie ausgeht. Etwas beunruhigend, um ehrlich zu sein. Also, Taha, wollen wir? Sehen wir uns noch ein bisschen um, das müssen wir glaube ich nicht machen. Wir waren schon überall. Da dann ja, rein. Bleiben wir einfach achtsam. Wir haben keine Ahnung, was uns da drinnen erwartet. Die steinernen Türen fallen hinter euch zu, während ihr durch den überwucherten Bogen tretet und Stille euch umgibt. Dann spürt ihr eine Präsenz, eine Macht, lange vergessen, die auf jemanden oder etwas wartet, um sie aus dem Schlummer zu erwecken. Der Nexus ist nah. Unglaublich. Das ist also das Nexus? Die oberen Ebenen. Wir werden tiefer hinabsteigen müssen, um das Herz zu finden. Los, kommt! Ja, und hier würde ich sagen, endet unsere Folge. Oder unsere Runde, unsere Sitzung diesmal. Und das nächste Mal erkunden wir den Nexus. Und schauen, was uns dann erwartet. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.